Nachdem wir das letzte Mal die Produktmenge durchgenommen haben, schauen wir uns jetzt die Relation an. Wir haben wieder unser kleines Tanzkränzchen, dieses Mal aber eben eine Relation. Und eine Definition heißt, dass eine Relation ein Teil der Produktmenge ist. Nach einer bestimmten Relationsvorschrift wird diese bestimmt. Das heißt, ich nehme mir quasi einen Teil aus meiner Produktmenge, die ich vorher bestimmt habe, raus, nach einer bestimmten Vorschrift. Produktmenge, wisst ihr vielleicht noch, sind ja quasi alle 25 möglichen Paare, die sich aus diesen 5 Elementen da aus der Menge A und diesen 5 Elementen aus der Menge B zusammenfügen können. 25 waren das. So, ich habe mir jetzt eine Relationsvorschrift erfunden. Jeder bekommt einen beliebigen Partner. Das heißt, der Stefan geht her und sucht sich irgendjemanden. Dann geht der Michael her und sucht sich irgendjemanden. Aber es ist ja dann schon irgendjemand weg. Also Stefan nimmt sich zum Beispiel die Steffi, Michael die Sabine und so weiter. Dann bleibt am Schluss für den letzten nur noch genau eine übrig. Damit haben wir eben nicht mehr alle Elemente drin. Die Relation würde dann wie folgt ausschauen. Stefan eben zum Beispiel sucht sich die Steffi, der Michael die Sabine, der Sergej die Olga, der Klaus die Kathi und der Detlef die Andrea. Damit haben wir jetzt alle verräumt. Jeder hat sich eine aussuchen können, wobei natürlich der Detlef am Schluss nur noch die Andrea auswählen könnte und der Klaus konnte eigentlich auch nur noch zwischen Kathi und Andrea wählen. So etwas nennt man eine Relation und dafür brauchen wir eben eine Relationsvorschrift. Haben wir keine Relationsvorschrift, dann ist es die Produktmenge, weil dann kann ja eigentlich jeder mit jedem. Mathematisch schreibt man das so hin, dass die Grundmenge, also das, was ich quasi alles verwenden darf, alles meine Produktmenge ist. Ja, das ist auch klar. Ich kann ja vorhin von meiner Produktmenge, waren es 25 Elemente, alle diese 25 Elemente können theoretisch in meiner Relation drinstecken. Und dann schränke ich das Ganze ein. Ich nehme nur diese Paare heraus, wo quasi jeder einen bestimmten Partner sich raussucht. Stefan, die Steffi und so weiter. Das ist also quasi meine Relationsvorschrift. Nochmal, Grundmenge heißt nichts anderes, als dass es meine Produktmenge ist. Und aus dieser Produktmenge nehme ich mir jetzt einfach nach einer bestimmten Vorschrift ein paar Zahlen oder ein paar Paare heraus und das bildet dann meine Relation. Man kann eben auch mathematisch sagen, dass die Relation eine Teilmenge der Grundmenge ist oder eben eine Teilmenge der Produktmenge, die ich aus diesen zwei Mengen gebildet habe. Mathematisch schaut das Ganze jetzt natürlich wieder ein bisschen anders aus. Wir haben hier unsere Relation aus zwei Mengen. Die Vorschrift ist immer noch die gleiche. Es ist eine Beziehung oder eine Relation ist ein Teil der kompletten Produktmenge. Nach einer bestimmten Relationsvorschrift wird diese bestimmt. Ich habe jetzt eine mathematische Relationsvorschrift hergestellt. Und jetzt sieht man auch schon, warum das heißt, dass das eine Beziehung zwischen beiden ist. Denn die beiden Werte aus der Menge und aus der Menge, die stehen in einer gewissen Beziehung zueinander. Diese beiden werden addiert und die Vorschrift, die dann dahinter steht, ist, dass beide zusammen addiert 13 geben müssen. Die Grundmenge, ist klar, ist die Möglichkeit aller Kombinationen, also wieder die Produktmenge. Produktmenge waren es insgesamt 12 Elemente, 3 mal 4. Und ich soll mir jetzt diejenigen rauspicken, die diese Vorschrift erfüllen. Diese Relation würde dann bedeuten 1 und 12, denn 1 mit der 12 ist quasi größer oder gleich in dem Fall wie 13. Mit der 1 kann ich dann nichts mehr kombinieren, alles andere ist nämlich nicht mehr größer gleich 13. Die 5 kann ich mit der 8 kombinieren und mit der 12, 3 und 5 funktioniert nicht, ist es nicht größer gleich 13 und so weiter. Damit habe ich mir jetzt quasi eine Teilmenge herausgenommen aus meiner Produktmenge, aus meinem Gesamten, eben nach dieser Vorschrift. Und das ist jetzt meine Relation. Man könnte das Ganze natürlich auch beschreibend erklären. Ich nehme alle x- und y-Paare heraus, für die gilt, x und y ist größer gleich 13. Das ist eigentlich nichts anderes als die Relationsvorschrift nochmal anders geschrieben. Genauso gilt, wie vorhin auch beim Tanzpärchen, dass die Relation, also das hier, eine Teilmenge der Grundmenge ist. Grundmenge waren alle möglichen Kombinationen. Jetzt habe ich eben nur noch diese Kombinationen, die möglich sind. Die Definitionsmenge lautet D1518. Das muss ich nochmal erklären. Definitionsmenge sind einfach nur die Werte, die tatsächlich dann in der Relation landen. Nämlich alle x-Werte aus dieser Relation. Also hier ist die 1, hier ist die 5, hier ist die 5, hier ist die 18, hier ist die 18, hier ist die 18, hier ist die 18. Heißt, alle Werte, die
in der Relation beim x-Wert stehen, ist 1, 5, 18. Ich nenne die ja nicht doppelt. Und dann könnt ihr auch schon denken, was dann noch fehlt, nämlich eine zweite Menge, wo dann alle Ergebnisse der Wertemenge drinstehen. Wertemenge ist in dem Fall 3, 5, 8, 12. Das heißt, alle y-Werte aus, alles, was da dahinter steht, all das muss in die Wertemenge rein. Jetzt werdet ihr euch denken, die Definitionsmenge, das ist einfach das, was quasi hier dran steht, und die Wertemenge ist das, was da dran steht. Das stimmt nicht ganz, denn es könnte ja auch durchaus sein, dass manche Werte hier hinten überhaupt nicht verwendet werden können. Wenn die Zahlen hier etwas anders kombiniert werden, müsste man manche Werte nicht in so ein Zahlenpaar reinstecken, und die würden dann aus der Definitionsmenge oder aus der Wertemenge rausfliegen.